beantwortet mir die Frage. Los, jetzt. Los, ich warte. Jetzt, komm. Warum kriege ich keine Antwort? Hey, hallo? Seid ihr überhaupt da? ja, richtig. Rechts muss ich. Und jetzt links und links. Die Tür ist offen. Hey, what the fuck? Och, nö. Hab ich jetzt echt tatsächlich einen Schalter übersehen, oder wie? Also, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe eine auf diesem Blutding ins Zeug. I like spikes, die in der hinteren, wo es zweimal klickt. Mir fehlt tatsächlich noch eine. Also ich gehe jetzt da hoch. 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 Also ich gehe hinter links, dann hoch. What the fuck hier? Psst. Ich bin hier gerade an... If only I could see my feet. Alter Schwede. Did you see behind the plan? Mhm. Das war jetzt aber eher Zufall. Trotzdem habe ich einen übersehen. Jetzt brauche ich aber den Plan nochmal. Ach Leute, das ist kacke. Ich glaube da lang. Und dann waren da irgendwo Spikes. Genau, das war der so, wo da diese der Spike da sind. Da. Aber dann gab es doch dort da auch so. Nichts. Ja, mysterious. Ach ja, im Übrigen, ich hasse Labyrinthe. Oder Labyrinth, oder... whatever. Okay. Shoot on the middle of the purple stone. Wenn ich so mache, genau, geht er an und aus. Scheiße, ist das jetzt schon auf oder nicht? Jetzt muss man... Ah, ich hab's da gerade hingekriegt. Na ja, probieren wir mal. Wenn nicht, müssen wir da jetzt nochmal zurücklaufen. Das Tor nämlich gerade eben noch geschlossen hat, ne? Also man hat ja gesehen, das ist aufgegangen und gleich wieder zu. Ja. Okay, das hängt dann damit zusammen. Oh, schwierige Angelegenheit. Nein, andere Richtung. Und mittlerweile habe ich echt in meinem Kopf eine Karte angelegt, wo ich genau weiß, wo ich hin muss. Ja, sagte er und verlief sich dabei.
Jetzt muss ich mal die Fackel wieder in die Hand nehmen, weil ich vergesse immer wieder recht gerne, dass User auf YouTube die Videos bei mir oder bei Minecraft generell ein bisschen dunkler sehen. Beziehungsweise meine Aufnahmen sind immer etwas kontrastärmer. So, jetzt aber. Das war jetzt ein. Und jetzt möchte ich gerne wissen. Und die Tür ist offen. Sehr schön. Jetzt könnte ich mich hier festbacken und hier die Tür zumachen. So. Gegen euch bin ich mittlerweile gewachsen. Sprach er und starb dabei. Zombies. Neue Gegner. Oh, spannender Kampf. Ah, noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel? Das Tempel ist noch nicht vorbei. Okay. Ja, bitte. So, das verschließen wir jetzt immer auf ewig. So, jetzt habe ich einen goldenen Schlüssel. Den Silberkey haben wir auch. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zurück. Oh, das war echt eine linke Nummer, du. Oh, das war nur durch zu... Ach so? Das war nämlich echt nur Zufall, dass ich da noch mal drauf gedrückt habe. Ja, und jetzt? Kommen wir später dazu nochmal, weil ich jetzt einen Silberschlüssel habe und den möchte ich jetzt am Anfang von dem Tempel verbraten. Ich möchte da jetzt erstmal hin. Vielleicht gibt es da so ein Schwebe-Item oder so. Oder einen Enterhaken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Enterhaken hier realisierbar ist. Wobei, ganz ehrlich, wenn man sich mit einer Ocarina teleportieren kann, wenn das Spiel jetzt hier schon so richtig geile Feinheiten hat, warum sollte das nicht funktionieren? Scheiße. Theoretisch hätte einer von euch eine Strichliste machen müssen, wie oft ich jetzt bisher schon bei Stürzen gestorben bin. So, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ach, was ist denn das jetzt wieder? Ja, Building Terra jetzt. Terra. Eins, zwei, drei, vier. Verkackt. Ah, so eine Feder wäre geil, wo du da so weiter springen kannst. Wobei, dann kann ich mir vorstellen, dass die nächsten Tempel darauf basieren, überdimensional große Klippensprünge zu machen und dann hui, dann verkackt. Also, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich spring zu früh. Aber ich muss jetzt dahinter zerfixen. Ja, es macht Spaß, dem Spieler beim Sterben zuzusehen. Ich hätte es vielleicht am besten nennen sollen, so Let's Sterb oder irgendwie so. Ja, Let's Sterb Blind. Und ja, ich spiele das Spiel wirklich mit verbundenen Augen. Ich spiele das nur mit Gehör. Deswegen war ich auch heute beim Ohrenarzt, damit
ich mich nochmal checken lassen kann, ob wirklich alles stimmt. Ich glaube, ich muss jetzt gegen Creeper kämpfen. Das ist ein Schalter mit einem Creeper-Kopf. Ich gucke aber erst. Ich hab's doch gerade gehört. Ah, cool. Ja, genau. Ja, genau. Richtig so. Ja, sag mal. So, das habe ich nämlich erwartet. Und dann geht es nämlich weiter. Das mit der einen Truhe ärgert mich, dass man da jetzt nicht hinkommt. Und dieses blöde Kacki-Ding weg ist. Dass ich ja unbedingt einstürzen musste. Wobei, da war ja noch eine Glaswand dahinter mit einer Glastür. Ich frage mich jetzt da, was da so der Endgegner ist, ob das so ein fetter, überdimensional großer Zombie ist. Und ein Item müssten wir eigentlich auch noch kriegen, weil, naja. Moin ja nur. Ach, schade. Das wurde schon so programmiert, dass das nicht funktioniert. Ach so, die Decke stürzt ein. Wenn das Ding auf mich drauf fällt, verliere ich auch Herzen. Ich sollte mich beeilen, hier rauszukommen, weil sonst komme ich gar nicht mehr raus. Scheiße. Boah, das Spiel wird immer geiler, immer geil. Ja, da hat's mir jetzt aber der Block verkackt. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da jetzt was runterkommt. Ach, damit. Aber was ich auch fair von dem Spiel finde, ist, wenn man stirbt, man immer so kurz vor der Challenge spawnt. Okay, das war jetzt getrickst. Das fand ich schade, weil die Passage hätte ich gerne nochmal gemacht. Dass man halt echt nicht alles machen muss, dass man halt echt fair zurückgesetzt wird. Dass man halt so eine kleine Passage nochmal machen muss, oder machen kann. Und nicht, dass man da alles, ja, nochmal machen muss. Ich wiederhole mich. Hey. Nein, wie geil. Oh, cool. Man erinnert sich. Schattentempel. Ocarina of Time. Ach so. Das Gebläse reicht gar nicht mehr bis so weit. Ach, scheiße. Ach ja.